Das war vor gut 2,5 Stunden in Washington, im blauen Zimmer des Weißen Hauses, unterzeichnen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow den INF-Vertrag, das Abkommen über die Beseitigung der atomaren Mittelstreckenraketen. Ein Tag fürs Geschichtsbuch, dieser 8. Dezember, nicht nur in den USA und in der Sowjetunion, für alle und für die Europäer ganz besonders. Sie vor allem werden ja bedroht von den Atomwaffen, die jetzt verschrottet werden sollen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Tinte unter dem Vertragswerk ist trocken inzwischen. Der Vertrag steht, auch wenn er noch nicht ratifiziert ist. Das wird in den nächsten Monaten geschehen, ohne Probleme in Moskau, allerdings auch ohne parlamentarische Debatte. Die gibt's ab Januar im amerikanischen Senat. Aber davon hat der Präsident nichts zu befürchten. An einer soliden Zweidrittelmehrheit für den Vertrag zweifelt niemand. Auch wenn es die Konservativen unter den Republikanern, dem Mann, der lange Zeit ihr Idol war, in den nächsten Monaten nicht leicht machen werden. Das besondere Gewicht dieses ersten echten Abrüstungsvertrages zwischen den beiden Supermächten liegt in den Aussichten, die er eröffnet, nämlich auf weitere und weitergehende Vereinbarungen mit dem Ziel, das gesamte Waffenarsenal in Ost und West nach und nach zu reduzieren, dem Irrsinn des Rüstungswettlaufs ein Ende zu machen. Als nächstes sollen die Interkontinentalraketen rankommen, unter den Atomwaffen die ganz großen Kanonen. Ihre Zahl zu halbieren, darüber sind sich Moskau und Washington im Prinzip einig. Die Vorverhandlungen laufen seit langem. Wie es weitergehen soll mit der Abrüstung, darüber, so vermute ich mal, wird es gehen in dem Vier-Augen-Gespräch, das Ronald Reagan und Michail Gorbatschow zurzeit führen. Mehr weiß sicher unser Kollege vor Ort. Ich rufe Wolf von Lojewski in Washington. Ja, es sieht so aus, als wenn Michail Gorbatschow schon wieder auf dem Wege in die sowjetische Botschaft ist. Und dort wird er sich in den nächsten Stunden noch mit amerikanischen Wissenschaftlern, Wirtschaftsführern und auch Leuten vom Kongresse treffen. Heute Abend sieht man sich dann gemeinsam beim Diner, beim festlichen Abendessen. Wir haben in Washington, was haben wir? 5 Minuten oder 3 Minuten vor 5 Uhr am Abend erst. Es gibt, wie soll es weitergehen? Man muss noch ein Wort über diesen Vertrag verlieren. Das, worüber man in Washington hier redet, wo alle ein bisschen bangen und hoffen, ist, dass zwar der Vertrag sicher verabschiedet wird vom amerikanischen Senat, aber was passiert, wenn der Senat die Verabschiedung an irgendwelche Bedingungen stellt? Beispielsweise an die Bedingung, dass der letzte sowjetische Soldat sich aus Afghanistan zurückgezogen haben müsse, damit der Vertrag in Kraft tritt. Dann haben die Amerikaner ein Problem, die Regierung hat ein Problem und die Sowjets hat ein Problem und beide müssen wahrscheinlich gemeinsam versuchen, die Krise in Afghanistan zu lösen. Nun zu den weiteren Verhandlungen. Beide Seiten sind sich einig, eine Reduzierung der Langstreckenwaffen, das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Aber der landgestützten, derer vielleicht auch später einmal, die von U-Booten abgeschossen werden oder als Bomben von Flugzeugen abgeworfen. Jede Seite versucht da zurzeit, das Konzept vorzutragen, das für seine Position und für seinen Stand der Rüstung das Beste wäre. Und Ronald Reagan hat ja den Vergleich gewählt von einem Wagen, der da gezogen wird, von einem Schwan und von einem Aal und von einem Krebs. Der Krebs geht waagerecht, der Fisch will nach unten und der Schwan will nach oben. Das muss wohl im Augenblick der Stand sein. Man spricht in 3 Schichten miteinander. Das sind zunächst die beiden Männer auf dem Gipfel. Und wir können einmal annehmen, dass sie so miteinander reden, nicht wie Experten, sondern einfach wie 2 weise Staatsmänner, die sich Sorgen um den Frieden in der Welt machen. Dann die beiden Außenminister, die zur Stunde tagen und über alle diese Fragen sprechen und der Kreis der Experten. Und immer die Ergebnisse dieser Gespräche gehen in den nächsten 3 Tagen dann auf eine vorsichtige Weise wieder hoch zum Gipfel. Das ist der letzte Stand. Wolf von Lojewski, live aus Washington. Fast auf die Minute genau 24 Stunden ist Michail Gorbatschow jetzt in Washington. Sein erster Besuch in den USA überhaupt. Dass der Vertrag über die Vernichtung der Mittelstreckenraketen unterschriftsreif vorliegen würde, war klar. Auch wenn kleinere, vorwiegend sprachliche Änderungen erst in letzter Minute vorgenommen worden sind. Beide, Reagan wie Gorbatschow, haben für den Gipfel heute in Washington eine Erfolgsgarantie verlangt und bekommen. Wie ein solches Treffen nicht ablaufen sollte, das haben Sie in Reykjavik erfahren. Über die Höhepunkte des heutigen Tages aus Washington, Fritz Pleitgen.
Sowjetische Hymne, Hammer und Sichel und eine donnernde Kanonade. Das ist der Akkord zum Auftakt. Ronald Reagan und Michail Gorbatschow, zwei Stars und die klassische Auseinandersetzung zwischen den Führern der beiden antagonistischen Supermächte. Von aller Welt beobachtet, geht es ihnen nicht zuletzt um die Gunst der Weltmeinung. Nach den Probeläufen in Genf und Reykjavik ist es dieses nun ihr eigentliches Gipfeltreffen. Aber auch wenn sie in der Öffentlichkeit entspannt miteinander umgehen, sie werden die Gegensätze nicht hinweglächeln. Reagan spricht vom Treffen alter Gegner, die sich dennoch verständigen können. Mr. General Secretary, there is a saying in your... Herr Generalsekretär, so der amerikanische Präsident, in Ihrem Land gibt es das Sprichwort, ein schlechter Frieden ist besser als ein guter Kampf. Doch wir sollten den schlechten Frieden zwischen unseren beiden Ländern in einen guten verwandeln. Reagan versorgt seinen Gast mit Zitaten und Anekdoten aus der russischen Literatur und Geschichte, um die beiden Supermächte als Gefangene des tödlichen Rüstungswettlaufs darzustellen. Michail Gorbatschow brilliert ebenfalls mit seinen Geschichtskenntnissen. Vor 46 Jahren seien die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg gezogen worden. Und es sei in jenen gleichen Tagen des Jahres 41 gewesen, als die Niederlage der Nazi-Truppen vor den Toren Moskaus eingeleitet wurde. Dies sei symbolisch. Jene Tage markierten den Beginn unseres gemeinsamen Weges zum Sieg über die Kräfte des Bösen in einem Krieg, in dem wir als Verbündete kämpften. Wie Verbündete treten Gorbatschow und Reagan dann vor der Presse auf, ehe ihre Gespräche im Oval Office, dem Amtszimmer des amerikanischen Präsidenten, beginnen. Er habe keine Überraschungen mitgebracht, antwortet Gorbatschow auf eine entsprechende Frage. Politik sei nicht gut für Überraschungen, was Reagan mit einem anerkennenden Lächeln quittiert. In ähnlicher Allianz treten die Sprecher der beiden Weltführer vor die Presse. Marlene Fitzwater für den amerikanischen Präsidenten und Gennady Gerasimov für den Kreml-Chef. Der Sowjet gibt sich souverän. Er habe keine Angst vor Kameras. Mehr gibt es zu diesem Zeitpunkt auch nicht zu sagen. Reagan und Gorbatschow kommen schnell zum zeremoniellen und politischen Höhepunkt dieses Gipfeltreffens. Im Ostraum des Weißen Hauses feiern sie sich und den Abschluss des Mittelstreckenwaffenabkommens. Mit Genugtuung erinnert Reagan daran, dass er es gewesen war, der vor 6 Jahren den Vorschlag zur Nulllösung gemacht habe, was einigen wohl zu entwaffnen schlicht erschienen war. Danach beweist der amerikanische Präsident die von ihm immer wieder geforderte Berechenbarkeit als Führer der Supermacht Nummer 1. Er bittet mit Recht um Nachsehen für seine Betonung, ehe er erneut ein russisches Sprichwort zum Besten gibt. Vertrauen ist gut, aber Nachprüfung ist besser. The maxim is, dovayai no provayai. Trust but verify. Gorbatschow, immer bereit, seine Präsenz zu beweisen, hakt gleich ein. Dies habe er nun wiederholt vom Präsidenten gehört. Unbeirrt erklärt der amerikanische Präsident, er schätze nun mal das russische Sprichwort. I like it. Auch Gorbatschow bekennt sich dazu. Danach besiegeln Reagan und Gorbatschow ihr gemeinsames Werk, den Vertrag über die Beseitigung aller amerikanischen und sowjetischen Atomraketen der Reichweiten zwischen 500 und 5000 Kilometer. Kritische Beobachter, die Senatoren, die das Abkommen zu ratifizieren haben. 72 Monate haben beide Seiten um jedes Wort des Abkommens gerungen, das erst heute Morgen fertiggestellt wurde. 167 Seiten lang, mit 17 Artikeln und 3 Zusätzen. 8 Unterschriften hat jeder zu leisten. Danach belohnen sie sich mit dem Austausch von Füllern und Vertragsdokumenten. We have made history. Wir haben Geschichte gemacht, erklärt Ronald Reagan anschließend. Viele sogenannte weise Menschen haben einst vorausgesagt, dass dieses Abkommen nicht zu erreichen ist. Zu viele Kräfte und Faktoren stehen dagegen, aber wir haben nicht locker gelassen. Und ich hoffe, dass Generalsekretär Gorbatschow mir vergeben wird, wenn ich enthülle, dass ich in den dunkelsten Zeiten, wenn ein Abkommen unmöglich erschien, mich an den Worten des großen Russen Leo Tolstoi aufrichtete: Die stärksten aller Krieger sind Zeit und Geduld. Who wrote, the strongest of all warriors
are those two, time and patience. In den nächsten Tagen werden wir weitere Abrüstungsthemen und andere Probleme diskutieren. Und wieder werden wir Zeit und Geduld benötigen, um Abkommen zu erreichen. Aber dabei sollten wir uns immer daran erinnern, dass grundsätzliches internationales Vertrauen und weltweite Sicherheit undenkbar sind ohne offene Gesellschaften, mit Freiheit der Information, Freiheit des Gewissens, dem Recht zu veröffentlichen und dem Recht zu reisen. Ja, wir werden die Menschenrechte und regionalen Konflikte behandeln. Denn die Rettung der Menschheit ist nur dadurch zu erreichen, wenn alles zur Sorge aller wird. Mit Zeit, Geduld und festem Willen, so meine Überzeugung, werden wir diese Probleme lösen. Wir müssen das, wenn wir einen wahren und sicheren Frieden erreichen wollen. Michail Gorbatschow setzt die Schwerpunkte seiner Rede anders. Die Hauptsache ist, dass wir so schnell wie möglich eine Übereinkunft über den radikalen Abbau der strategischen Angriffswaffen zu einem Abschluss bringen. Ebenso die Liquidierung aller chemischen Waffen sowie den Abbau der konventionellen Rüstung. Für alle diese Probleme hat die Sowjetunion konkrete Vorschläge. Wir sind der Meinung, dass solche Übereinkünfte im gegenseitigen Interesse sind. Wir sind entschlossen, zur Zeit des Gegenbesuchs des amerikanischen Präsidenten in der Sowjetunion im kommenden Jahr einen Vertrag über die Reduzierung der strategischen Waffen um die Hälfte abzuschließen. Es besteht durchaus die Möglichkeit, über den Abbau der konventionellen Waffen und Streitkräfte in Europa zu sprechen. Wenn alles das geschieht, können wir wirklich sagen, die Entwicklung zur Weltsicherheit hat einen unumkehrenden Charakter angenommen. Das Gipfeltreffen heute in Washington ist das 12. seit dem Kriege.